Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute möchte ich euch in einem kurzen Hands-on die neue Nikon D800 Digitalkamera vorstellen, beziehungsweise ich möchte sie vergleichen mit der D7000, welche ich normalerweise im Einsatz habe. Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin kein Profi-Fotograf. Ich habe die D800 jetzt seit einer Woche bei mir und habe sie die letzten paar Tage einem echten Profi-Fotografen in die Hand gedrückt. Der wird dann auch den ausführlichen Review, den ausführlichen Testbericht auf eifrig.ch schreiben. Da werdet ihr dann alles nachlesen können von einem, der wirklich weiß, was er tut. Bei mir ist das weniger der Fall. Ich bin eher der Typ, der gern mal auf Automatik schaltet und damit dann fotografiert. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das Ding von außen mal ein bisschen zeigen. Uns fällt natürlich sofort mal auf, die D800 ist ein massives Teil, Magnesiumgehäuse, über 1 Kilo schwer. Dagegen kommt einem dann die D7000 effektiv ganz klein vor, obwohl auch die relativ groß ist. Aber klar, die D800 ist eine andere Liga. Die erste 36 Megapixel Vollformat Kamera aus dem Hause Nikon hat eine unglaublich große Auflösung. Der 36 Megapixel Sensor, ganz neu entwickelt von Nikon. Ich habe das Ganze testen dürfen mit dem Nikkor 24mm 1.4. Ein ganz hervorragendes Objektiv, das beinahe so teuer ist wie die ganze Kamera. Damit kann man schon klasse Fotos machen. Der 36 Megapixel Sensor, der hier verbaut ist, der hat auch ein paar, naja, ich sag's mal, ein paar Dinge, die man beachten muss. Ganz zuerst mal die Pfeilgröße. Die Pfeilgrößen, die diese Kamera produziert, die liegen beim JPEG Fine, also in der besten JPEG-Auflösung, bei ungefähr 38 Megabyte pro Pfeil, pro Foto. Und dann geht das hoch, wenn man TIFF fotografiert, ist das über 100 Megabyte groß, jedes einzelne Foto. RAW ist irgendwo dazwischen. Also die Bildgrößen, die diese Kamera produziert, sind immens. Das hat dann auch einen Effekt auf die Geschwindigkeit. Wir werden das nachher im Video noch sehen. Wenn wir gleich bei dem Thema sind, man kann hier bei der D800, hat man hier zwei Slots. Das eine ist ein CF-Slot und das andere ist ein SD-Card-Slot, wo man Karten reintun kann. Also auch zwei. Man kann dann, wie man das ja bei anderen Nikons auch kann, kann man dann hier im Menü, gehen wir vielleicht gleich mal rein, ihr seht da die aktuelle Software drauf, kann man dann eigentlich einstellen, das ist hier, kann man dann da, wir gehen mal ein bisschen runter, ihr seht, es gibt zig, 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 zig Auflösungen, also der zig, zig, zig Einstellungen, man kann unglaublich viele Dinge einstellen, wie das halt so ist, aber man kann hier, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es gleich aufs Erste finde oder nicht, wo haben wir es denn, man kann quasi einstellen, was passieren soll, welche dieser beiden, na Quatsch, was mache ich denn jetzt, habe ich mich verklickt, ihr seht auch gleich, dass ich meine Videos nicht schneide, sondern die eigentlich immer vorproduziere beziehungsweise eben einfach live durchspreche. Und da ist es halt auch mal so, dass ich irgendeine Einstellung nicht finde. In diesem Fall ist es jetzt, wo ich einstellen kann, wer wo drauf speichert. So, wir gehen mal noch ein bisschen hoch. Vignettierungskontrolle brauche ich nicht. JPEG-Komprimierung, optimale Bild, RAW kann man natürlich auch machen, Weißabgleich und so weiter. Ihr seht XXX, man kann natürlich verschiedenste Konfigurationen speichern. So, hier, primäres Speicherkartenfach, in diesem Fall jetzt SD und da kann man sagen, was man mit dem sekundären Fach machen möchte. Reserve, Sicherungskopie oder man kann halt auch sagen, im primären Fach hätte ich gern RAW und dann im sekundären hätte ich JPEG. Das ist übrigens eine Funktionalität, die ich bei der D7000 auch bereits habe, weil die D7000 hat ja auch, die hat zwar kein CF, aber die hat einfach zwei SD-Card-Slots, die ich genau gleich brauchen kann. Also entweder als Sicherheitskopie, dass jedes Foto immer zweimal gespeichert wird, oder als Continuous, das heißt, wenn eine Karte voll ist, geht es auf die nächste. Oder dann eben auch RAW auf der ersten Karte und JPEG auf der zweiten Karte. Das ist natürlich ganz eine praktische Einstellung. Um es gleich vorweg zu sagen, die Information, die ich von meinem Fotografenfreund bekommen habe, der sagt ganz klar, man muss nicht unbedingt RAW fotografieren. Der JPEG-Algorithmus hier, der D800, ist ganz hervorragend. Und die Bildqualität ist sowieso absolut outstanding, über jedem Zweifel erhaben von dieser Kamera. Von dem her kann man da auch durchaus mit JPEG glücklich werden, wenn man das machen möchte. Was ihr gleich seht, wenn ihr von der D700 kommt, die ja quasi der Vorgänger dieser D800-Kamera ist, dann haben wir hier eine neue Live-View
Taste, das ist jetzt so als Taste ausgeführt. Einerseits Kamera, andererseits, wenn ich fotografieren will, kann ich hier auf Live View drücken. Und da macht es Klick. Und dann sind wir hier im Live View Modus, den ihr euch da ansehen. Dann mache ich wieder zack und dann bin ich wieder im normalen Fotografiermodus. Das ist übrigens genau das gleiche, wie wir es hier auch schon haben. Ich aktiviere das Ding mal. Da haben wir es einfach da oben. Da klappen wir das einfach runter, zack. So, hier kann ich filmen, indem ich einfach drauf drücke und dann wieder zurück. Und ich bin wieder draußen. Das kleine Display haben beide. Lässt sich bei beiden beleuchten. Also hier bei der 7000er genau gleich wie bei der 800er natürlich. Kann man hier drauf drücken und zack. Und ihr seht, dann ist das auch beleuchtet, wenn man das haben möchte. Kann man sich genau einstellen, welche Informationen man hier braucht. Grundsätzlich vom Bedienkonzept her ist es eine typische Nikon. Ich habe hier diese zwei Räder, mit denen ich hier Einstellungen vornehmen kann. Je nachdem, was ich dann drücke und zusätzlich mit einem Rad verändere ich dann Einstellungen, die ich zum Beispiel hier oben angucken kann. Oder aber ich kann auch hier auf Info gehen und dann habe ich eigentlich das gespiegelt, was hier oben ist, sehe ich noch da auf dem großen Screen und kann es natürlich hier dann entsprechend auch wieder verändern. Das finde ich persönlich super praktisch. Die Bedienung der Nikon ist eigentlich für mich relativ logisch. Auch wenn diese Kamera hier natürlich über unzählige Funktionen verfügt, welche ich bei der kleinen Consumer oder sagen wir mal Semi-Pro-Kamera D7000 nicht habe, beziehungsweise wo ich einfach irgendwo einen Automatikmodus einstellen kann und damit hat sich's. Etwas, was ich euch auch noch zeigen möchte, sind vielleicht die Anschlüsse. Wir machen das hier mal auf. Ihr seht, das ist alles super spritzwassergeschützt. Das sind wirklich alles ganz gute Anschlüsse, die hier drin sitzen. Also, was haben wir? Wir haben hier auf der Seite, ich weiß nicht, ob man die Kamera sieht, wir haben hier einen HDMI-Anschluss. Wir haben einen USB-Anschluss und natürlich einen Mikrofonanschluss, ganz wichtig. Kopfhöreranschluss gibt es auch noch. Den haben wir hier vorne noch. Das ist natürlich auch ganz cool, wenn man zum Beispiel filmen möchte. Die Kamera ist ja auch prädestiniert zum Filmen. Haben wir dann übrigens die Auslösetaste hier vorne. Hinter der normalen Auslösetaste kann man hier gleich auf Filmmodus drücken. Weil da kann man ein externes Mikrofon anschließen oder ein Aufsteckmikrofon, das man hier oben drauf tut. Und dann kann man quasi noch einen Kopfhörer anschließen und hat dann eigentlich sofort die optimale Kontrolle über den Ton des Filmes, den man dann gleich aufnimmt. Hier auf der Seite hatten wir schon, sind die beiden Slots, die beiden Speicherkartenslots und hier unten kennen wir schon, ist der Akku. Ist übrigens der gleiche Akku, den wir auch in der D7000 haben, auch das gleiche Ladegerät. Ist erstaunlich, normalerweise wechselt ja Nikon von einer Kamera zur anderen immer ganz gern den Akku, aber wenigstens in diesem Fall sind sie mal gleich geblieben. So, also jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen, was mir aufgefallen ist, was man auch schon von gewissen Tests von Profi-Fotografen bzw. Profi-Fotografie-Blogs lesen konnte, ist, dass die D800 nicht sehr schnell ist. No, Nikon schreibt, dass wir ungefähr mit 5 Bildern pro Sekunde rechnen können, je nachdem. Die Kamera ist ja eine Vollformatkamera, die sich aber in den DX-Modus schalten lässt. Wenn man den DX-Modus aktiviert, hat man dann noch 16 Megapixel Auflösung, was dann ganz genau der D7000 entspricht. Das ist ja eine DX-Kamera, kein Vollformat, und die hat 16 Megapixel. Und die D800 lässt sich, wie gesagt, in diesen Modus schalten. Aber es spielt keine Rolle, ob man im DX-Modus fotografiert oder im vollen Modus von 36 Megapixeln mehr als 4 in unseren Tests, wirklich war eigentlich nie mehr als 4 Bilder pro Sekunde, kriegt sie nicht hin. Ich zeige euch das mal kurz. Da gehe ich hier auf Continuous High, stelle ich das mal ein, wähle da irgendwas aus, ist eigentlich ganz wurscht. Es geht nur darum, dass ihr mal kurz zuhört. Und jetzt drücke ich auf den Auslöser. Okay. Das Gute daran ist, dass sie das ungefähr 20 Sekunden lang durchhält. Also 20 Sekunden lang könnt ihr das machen. Danach ist der interne Speicher voll und danach fängt sie an, auf die Karten zu schreiben und dann bricht die Geschwindigkeit etwas ein. Die D7000, wenn wir das gleiche machen, hier, Continuous High, haben wir hier eingestellt. Okay, da sind einfach SD-Karten drin in dem Fall, aber von der Geschwindigkeit die gleiche Karte wie hier. Dass wir das auch so ein bisschen vergleichen können. Schnell noch durchgucken. Okay, so, und jetzt legen wir los. Okay, also, ihr merkt am Anfang deutlich schneller. Ta 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 ta. Und dann bricht sie aber ein bisschen ein, weil der interne Buffer, der ist einfach kleiner. So nach 12 bis 15 Fotos wird es dann langsamer. Da muss sie zuerst mal schreiben. Und danach könnte man das Gleiche aber dann wieder tun. Also, ihr seht, selbst diese Prosumer-Kamera D7000
Ist doch ein ganzes ordentliches Stück schneller als die D800. Muss aber dazu auch natürlich sagen, die D800 ist auch nicht als Sportkamera definiert. Dafür gibt es dann eher die D4, die ja auch gerade kürzlich vorgestellt wurde. Oder auch zum Beispiel eine D300S, die da natürlich auch noch deutlich schneller ist, weil der 36-Megapixel-Sensor generiert so unglaublich viele Daten, das muss halt zuerst mal intern verarbeitet werden. Der Autofokus ist eigentlich super zackig, aber wie gesagt, die interne Signalverarbeitung, die steht dem Ganzen dann ein bisschen im Wege. Was mich erstaunt hat, aber um es nochmal zu sagen, ich bin auch nicht der Profi, aber was mich erstaunt hat, ist, dass die Kamera auch im DX-Modus nicht schneller wird, obwohl sie dort ja nur 16 Megapixel zu verarbeiten hat. Also das hat eigentlich keinen Unterschied gemacht, welchen Modus man da auswählt. Also ganz klar, diese Kamera ist für Studiofotografie natürlich ganz hervorragend geeignet, gibt im Moment eigentlich nichts Besseres auflösungstechnisch gesehen. Diese Kamera ist ganz toll, wenn man draußen stehende Szenen, Landschaften oder auch Architekturfotografie, da kann man die hohe Auflösung optimal ausnutzen. Wenn es aber um Sport oder generell um bewegte Bilder geht, dann ist diese Kamera wahrscheinlich eher weniger geeignet, da sie nicht so wahnsinnig schnell ist. Da wäre dann eine D4 oder eben wie gesagt eine 300S oder so wahrscheinlich besser geeignet. Was haben wir sonst noch? Wir haben einen Blitz, der ist hier eingebaut. Das hat viele noch erstaunt. Die D4 und sonstige Profikameras haben das ja normalerweise nicht. Finde ich aber eine ganz praktische Sache. Lässt sich natürlich hier oben auch noch ein externer Blitz anschließen und das Ganze kann sich natürlich auch mit Blitzsystemen synchronisieren, ist ja klar. Solche Dinge gehören heutzutage einfach dazu. Ja, das war mal ein ganz kurzer Einblick. Ist mir klar, es ist kein eigentlicher Test, sondern mehr so ein kleines Hands-on, dass ihr mal seht, wie das Ding so aussieht, wie das sich das in der Hand anfühlt. Es fühlt sich hervorragend an, wie immer, finde ich, bei Nikon. Die Dinger sind einfach gut verarbeitet. Wir haben hier eine Rille da vorne, das hält man wirklich gut. Auch wenn sie deutlich größer und schwerer ist als die D7000, die mir seit da plötzlich ganz klein vorkommt. Aber auch die natürlich ist klar, es ist ein bisschen unfair, die beiden Kameras zu vergleichen, weil letztendlich kostet diese Kamera hier, die D7000, ungefähr ein Drittel der D800. Ist natürlich ganz eine andere Liga. Ist der erste 36-Megapixel-Sensor, den Nikon jemals verbaut hat, im Vollformat, macht ganz hervorragende Aufnahmen. In Kürze auf eifrig.ch werden wir euch einen ausführlichen Review posten und dann vor allem auch ganz viele Testbilder in verschiedenen ISOs und so weiter werden wir euch alles zur Verfügung stellen. Könnt ihr dann runterladen und mal anschauen, dass ihr euch einen Eindruck von diesem neuen, Nikon hat ja mehrere Flaggschiffe im Moment eigentlich am Start, aber man kann eigentlich schon sagen, von dem neuen Nikon Flaggschiff D800, das in den nächsten Tagen bzw. Wochen in den Handel kommt. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.